Ja, moin, hier ist wieder euer Danny. Ich habe euch heute hier den Schokobär mitgebracht von der Hopferei Hertrich. Die Marke, die sie da ins Leben gerufen haben, heißt Veto gegen Massenbierhaltung. Finde ich ganz nett gemacht. Auch das Label ist ganz cool mit so einem Tangram-Bär dann mit drauf, mit dem Fell. Hier seht ihr mir auch gerade, habe ich auch das passende Shirt dazu dann an. Die Hopferei Hertrich braut in Feucht bei Nürnberg, also in Franken. Und ich schenke das hier mal auch ein. Sieht man dann auch schon, wie der schöne weiße Schaum dann hier im Glas steht. Dann als Schokostout in dieser Version wurde jetzt dann von dem Malz Gerstenmalz verwendet. Das war Münchner, Wiener, Kara und Röstmalz natürlich auch. Weizenmalz, Gerstenflocken sind hier noch mit drin und Haferflocken. Es wurde bei dem Schokostout aber dann bewusst auch auf Kakao oder Schokolade dann verzichtet. Und man will hier die Schokonote dann allein eben über die Malzzusammenstellung dann hervorbringen. Das Ganze hat dann auch geschmeidige 7,0%, also ist dann auch schon ein bisschen stärker. Ich gucke einfach jetzt mal, wie das riecht. Boah, da kommt auf jeden Fall schon eine klasse Schokonote. Erinnert wirklich so ein bisschen an Milchschokolade und man hat auch so eine ganz, ganz leichte Kaffee-Espresso-Note noch mit dabei. Gefällt mir schon mal ganz gut. Ist im Gegensatz zu anderen Schokostouts, die dann wirklich mit Schokolade arbeiten, fehlt ihm hier wirklich so gut wie gar nichts. Ja, dann probiere ich die ganze Geschichte auch mal. Oh, super mildes Mundgefühl auf der Zunge. Ganz, ganz schön. Stout-typisch, ein bisschen wenig Kohlensäure. Dadurch hat man dann auch so einen leichten Film dann über der Zunge liegen. Dann finde ich sehr, sehr gut gemacht. Passt hervorragend zu diesem Bierstil dann auch. Und man hat aber auch im Abgang so ein bisschen eher die Röstmalznoten, die durchkommen. Die bleiben jetzt auch hier so ein bisschen noch hinten dann liegen. Vom Hopfen her haben wir Willamette und Hallertauer Mittelfrüh auch in dem Bier dann drin, der so einen kleinen Gegenspieler dann auch gegenüber den Schokonoten bringt, finde ich ganz toll. Kann ich mir super gut zum Beispiel auch zum Nachtisch, also zum Beispiel auch zu einem Vanilleeis oder einem Schokokuchen vorstellen. Oder einfach als Digestivbier passt das wirklich sehr, sehr gut. Probiert es doch auch mal, wie es euch schmeckt. So Bittereinheiten sind wir auch bloß bei 20. Also geht wirklich sehr, sehr gut runter. Ich finde es ein tolles Bier. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.